Hi, Stovi hier. Und wir müssen reden. Und zwar, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass es mal wieder 3 Monate lang oder so keine Videos auf dem Kanal gab. Und darauf möchte ich mal ein bisschen kurz eingehen. Und zwar, ja, ich befand mich sozusagen ein bisschen in der Konsolidierungsphase. Ich musste ein bisschen darüber nachdenken, was will ich selbst eigentlich hier auf dem Kanal und was kann ich eigentlich mit meinem gegebenen Rahmen machen? Ich meine, ich habe ja noch eine ganz normale Arbeit so nebenher, die frisst natürlich doch relativ viel Zeit und so. Und da gibt es dann viele Dinge, die ich gerne machen würde, aber einfach nicht kann. Dazu kommen dann noch so ein paar andere Sachen. Und da musste ich jetzt die letzten Monate erstmal so ein bisschen so für mich gucken, was will ich. Und vielleicht schauen wir uns da mal so ein bisschen so die Probleme an. Auf der einen Seite habe ich ja am Anfang immer ein bisschen Let's Plays gemacht und zwar immer Vollzeit-Let's Plays, ungeschnitten und so weiter. Und das ist eigentlich immer relativ schwierig bei mir, weil ich muss Lust haben zum Zocken, damit ich was zocke. Und ich habe eigentlich auch immer mal wieder Lust und immer mal wieder keine Lust zum Zocken. Das Problem ist, wenn ich zocke, dann immer mal so ein bisschen komprimiert, relativ viel. Und das funktioniert ganz schlecht, wenn du so Vollzeit-Let's Plays machst, immer mit Moderation. Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer wunderschönen Stadt Canberra in City Skylines. Und zum Schluss dann noch die Abmoderation. Und das nimmt dann immer unheimlich viel Spielfluss mit raus. Und geht mir dann selbst irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Im Resultat heißt das dann, dass ich dann zum Schluss immer irgendwie in der Mittagspause schnell die Folge für den jetzigen Tag aufgenommen habe und dann hat das irgendwann auch keinen Spaß in dem Sinne mehr gemacht. Deswegen also mit diesen Vollzeit-Let's Plays schwierig. Dann habe ich ja dann irgendwann angefangen, mich ein bisschen umzuorientieren, weil ich halt unheimlich viel Spaß auf dem Fahrrad hatte und habe gedacht, ja gut, so die ein oder andere Tour kannst du ja mal ein bisschen einbauen. Und Problem, was ich dann wieder hatte, ist, ich bin dann irgendwie ein paar Touren gefahren, nicht alle als Video veröffentlicht, weil ich musste dann überhaupt erstmal mit dem Kamera-Equipment und so weiter gucken, dass das so einigermaßen brauchbar wird. Habe ich dann zum Glück irgendwann so einigermaßen geschafft. Zumindest, ich glaube, die Hornbach-Tour war dann tatsächlich auch schon hier mit GoPro Brustgurt aufgenommen und solche Sachen. Und dann war das nicht mehr nur noch ein Wackelfest. Aber das Problem ist natürlich auch, ich kann nicht immer irgendeinen Feldweg langfahren, das aufnehmen und euch zeigen. Weil irgendwie so beim 100. Mal einen Weg, wo nichts passiert, zu zeigen, ist natürlich schwierig. Spannende Touren und so weiter fahren ist im Winter auch nicht so einfach. Gerade mit Arbeit, weil ich mache um 15 Uhr Feierabend, um 16.30 Uhr wird es dunkel. Bis ich dann irgendwo auf dem Fahrrad und so weiter war, war der Tag vorbei. Immer am Wochenende irgendwo hin, ich meine, das Wetter muss mitspielen und so weiter. Das war immer ein bisschen problematisch. Ja, und dann natürlich noch so was anderes. Natürlich gerne mit einem Mountainbike in den Wald. Aber da muss ich auch irgendwas zumindest ein bisschen zeigen können. Da muss hier mal irgendwo ein schöner Weg entlang gepäst werden. Und da brauche ich natürlich auch noch den entsprechenden Skill, damit ich dann nicht wie eine Schnecke. Aber ich meine, immerhin haben wir jetzt einen Sturz auf Video. Das sind so die Probleme. Achso, dann natürlich noch ganz anderes. Ein Video aufzunehmen vom Malen ist auch nicht so einfach. Da muss natürlich auch eine Idee dahinter sein und so weiter. Da brauchst auch sehr viel Zeit. Im Sommer unheimlich schwierig, wenn so ringsrum überall alle am Rasenmähen sind. Ich meine, da male ich kein Bild für euch, wenn irgendwo die Rasenmäher laufen und die laufen von morgens 8 Uhr bis abends. Die laufen teilweise sogar noch länger. Also Sonne ist immer was ganz Schlimmes hier im Sommer. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute immer so gegen das bisschen Gras haben. Das ist doch, die haben ein Stück Natur an ihrem Haus. Und das Erste, was sie machen, ist die Natur aussperren. Kann man machen, sehe ich nicht so viel Sinn dahinter. Aber gut, das sind so ein bisschen so die Probleme, die ich hatte, die ich mir mal ein bisschen zu Herzen führen würde und oder zu Herzen geführt habe in meiner Konsolidierungsphase, um jetzt vielleicht so ein bisschen auch zu einer Lösung zu kommen.
kommen wir zu Was kommt? Ich werde versuchen, für euch immer ein Video zu machen in der Woche. Und zwar will ich das samstags veröffentlichen, nicht samstags aufnehmen, das wäre ein bisschen doof. Aber ich will es samstags veröffentlichen, so gegen 14, 15 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Uhrzeit. So viel zu, wann ich das ungefähr machen möchte. Was ich dann machen möchte, sind eher geschnittene Videos, also so wie die Fahrradvideos jetzt auch. Ich meine, das sind jetzt 3 Stunden Videomaterial vom allerletzten Video mit dem Sturz irgendwie. Nicht 3 Stunden Videomaterial, aber die Tour war irgendwie 3,5 Stunden. Zusammengekürzt auf 20, 22 Minuten oder was das war. Das habe ich auch weiterhin vor. Allerdings würde ich da gerne schon mal die Schwerpunkte wieder ein bisschen verteilen. Ich meine, ich zocke ja gerne. Deswegen möchte ich mich in Zukunft vielleicht nicht auf eins konzentrieren und sagen, ich mache jetzt nur noch Mountainbike-Videos, sondern ich will Videos machen, auf was ich gerade Bock habe. Das kann sein. Gaming, ich meine, kennt ihr auf dem Kanal. Es wird jetzt halt nur nicht mehr irgendwelche Langzeit-Let's Plays zu irgendwelchen Städten geben, sondern ihr müsst euch das eher so vorstellen, jo, ich habe jetzt Bock zu zocken, setz mich hier hin, zock, vielleicht baue ich eine Stadt oder sowas und dann gucken wir, dass wir das irgendwie so eine Entstehung von einer Stadt auf eine halbe Stunde oder so runtergebrochen bekommen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann natürlich, das Fahrrad soll weiterhin gezeigt werden und Touren und so weiter. Vielleicht aber auch mal irgendwie ein bisschen zu Fuß oder sowas. Ich weiß es noch nicht so genau. Da würde ich gerne, liebend gerne, auch mal wieder was machen an der Staffelei. Und ansonsten gibt es so ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Auf der einen Seite würde ich mir gerne mal so ein bisschen so Outdoor-Skills beibringen. Das ärgert mich jetzt eigentlich schon seit Jahren, dass ich da eigentlich so gut wie nichts kann. Also Outdoor-Skills, keine Ahnung, mit einem Feuerstahl ein Feuer machen, mit einem Messer Heringe schnitzen, um einen Tarp aufzubauen, das ein bisschen auch dokumentieren, festhalten und so weiter. Dann hatte ich zum Beispiel die Idee, ich habe dann Gemüsegarten letztes Jahr angelegt. Oh, hatte ich viele Zucchinis. Den würde ich gerne ein bisschen umbauen. Und vielleicht kann man da auch mal was zum draus machen. Dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ich hätte mal Bock drauf, aber das wäre dann eher so Hausmannskost. Aber ich würde gerne mal ein Kochvideo machen. Oder 2, 3, aber nach 3 Videos ist Schluss. Mehr Gerichte kann ich nicht. Ja, und dann als letzten Punkt habe ich hier noch stehen. Also ich weiß nicht, ob man es vielleicht gemerkt haben könnte. Ich bin mir absolut nicht sicher. Aber auf Musik hätte ich auch schon mal Bock. Und das war es auch schon mit dem Ausblick. Und das war es auch schon mit dem Let's Talk im Januar 2022. Und ich hoffe, wir hören uns. Ciao.